Esra ging an einem normalen Samstagmorgen in die Stadt, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Sie war eine unabhängige Frau und genoss es, alleine unterwegs zu sein. Sie ging durch die beliebten Straßen der Stadt und bemerkte, dass die Menschen um sie herum seltsam aussahen. Sie hatte das Gefühl, dass ihnen etwas nicht stimmte, aber sie konnte nicht genau sagen, was es war. Als sie näher kam, sah sie, dass die Köpfe der Menschen verdreht waren und ihre Gesichter verzerrt waren. Esra konnte nicht glauben, was sie sah. Sie dachte, sie sei in einem Albtraum gefangen, aber als sie sich kneifte, wusste sie, dass sie wach war. Sie versuchte, ihre Augen zu reiben und sich zu konzentrieren, aber die Menschen um sie herum sahen immer noch so aus. Sie fühlte sich unwohl und beschloss, nach Hause zu gehen. Sie konnte sich nicht vorstellen, den ganzen Tag in einer Stadt voller verzerrter Gesichter zu verbringen. Als sie nach Hause kam, konnte sie nicht aufhören, über das zu grübeln, was sie gesehen hatte. Sie beschloss, im Internet zu recherchieren und herauszufinden, was los war. Nach einiger Zeit fand sie heraus, dass diese Wesen Itabizil genannt wurden. Esra wurde klar, dass sie in eine Parallelwelt geraten war, in der Itabizil lebten und die einzige Möglichkeit, wieder in ihre Welt zurückzukehren, darin bestand, einen Weg zu finden, um die Itabizil zu besiegen. In den nächsten Tagen arbeitete Esra unermüdlich daran, einen Plan zu entwickeln, um die Itabizil zu besiegen. Sie erforschte die Schwächen der Wesen und wie man sie angreifen konnte. Schließlich war sie bereit. Sie kehrte in die Stadt zurück und begann, die Itabizil anzugreifen. Es war ein blutiger Kampf, aber Esra hatte Erfolg. Sie besiegte die Itabizil und kehrte in ihre Welt zurück. Esra war erleichtert, dass sie es geschafft hatte, aber sie wusste, dass sie nie vergessen würde, was sie gesehen hatte. Die verzerrten Gesichter und verdrehten Köpfe würden für immer in ihrem Gedächtnis bleiben und sie daran erinnern, dass es noch andere Welten gibt, die sie erkunden kann, aber auch, dass diese Welten voller Schrecken sein können, die sie überwinden muss, um zu überleben. Trotz des Sieges über die Itabizil konnte Esra nicht aufhören, über ihre Erfahrung nachzudenken. Sie fragte sich, wie viele andere Welten es da draußen gab, die sie noch nicht entdeckt hatte, und welche Art von Schrecken sie in diesen Welten finden würde. Ihr Leben hatte sich für immer verändert. Sie konnte nicht mehr so leben wie zuvor, als ob nichts passiert wäre. Sie hatte eine andere Seite des Universums gesehen und sie wusste, dass sie nie wieder dieselbe sein würde. Einige Monate vergingen und Esra hatte fast vergessen, was passiert war. Sie hatte sich in ihr normales Leben zurückgefunden und sich bemüht, sich auf ihre Arbeit und ihre Freunde zu konzentrieren. Aber dann, eines Abends, als sie alleine zu Hause war, hörte sie ein Klopfen an ihrer Tür. Sie ging zur Tür und öffnete sie. Vor ihr stand ein Itabizil. Sein Gesicht war verzerrt und sein Kopf war verdreht. Esra erstarrte vor Schreck und konnte sich nicht bewegen. Der Itabizil trat langsam näher und Esra konnte das Knacken seiner Knochen hören. Sie schrie und rannte weg, aber der Itabizil verfolgte sie. Esra wusste, dass sie wieder kämpfen musste. Sie griff nach einem Messer und drehte sich um gegen den Itabizil zu kämpfen. Es war ein harter Kampf, aber Esra war entschlossen, zu gewinnen. Sie hatte keine andere Wahl. Schließlich gelang es ihr,
den Itabezil zu besiegen. Sie atmete schwer und war voller Angst und Adrenalin. Aber sie wusste, dass sie wieder gewonnen hatte. Von diesem Moment an wusste Esra, dass sie immer bereit sein musste, für das Unbekannte zu kämpfen. Sie hatte eine neue Art von Mut gefunden, den sie nie zuvor gekannt hatte. Und während sie wusste, dass sie sich nie wirklich sicher fühlen würde, wusste sie auch, dass sie immer bereit sein würde, für ihr Überleben und das Überleben anderer zu kämpfen, wenn es darauf ankam. Esra hatte sich geschworen, nie wieder unvorbereitet zu sein. Sie begann, ihre Kampffähigkeiten zu verbessern und sich auf alles vorzubereiten, was kommen mochte. Sie studierte die Mythologie und Legenden anderer Welten und wurde zu einer Expertin in der Identifizierung von potenziellen Bedrohungen. Eines Tages erhielt sie einen Anruf von einem alten Freundin, die sie bat, ihm bei der Untersuchung seltsamer Vorfälle in seiner Stadt zu helfen. Esra zögerte zunächst, aber sie wusste, dass sie gebraucht wurde und dass sie die Fähigkeiten hatte, um zu helfen. Als sie in der Stadt ankam, erkannte sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie sah verdrehte Köpfe und verzerrte Gesichter, genau wie in ihrer schlimmsten Erinnerung. Sie wusste, dass dies das Werk der Itabezil war. Esra und ihr Freundin begannen, nach Hinweisen zu suchen und stießen schließlich auf einen alten Tempel, der tief unter der Stadt begraben war. Sie wussten, dass sie es mit einer mächtigen Kraft zu tun hatten. Sie begannen, den Tempel zu erkunden und fanden schließlich den Eingang zu einer geheimen Kammer. Dort entdeckten sie eine Art Portal, das zu einer anderen Welt führte. Esra spürte die gleiche dunkle Energie, die sie von den Itabezil kannte. Plötzlich wurden sie von einer Gruppe Itabezil angegriffen, die aus dem Portal kamen. Esra und ihr Freundin kämpften tapfer, aber es waren zu viele. Schließlich wurden sie überwältigt und in die andere Welt gezogen. Esra wusste, dass dies der Moment war, auf den sie sich ihr ganzes Leben vorbereitet hatte. Sie nahm all ihren Mut zusammen und begann, gegen die Itabezil zu kämpfen. Es war ein langer und brutaler Kampf, aber Esra gab nicht auf. Am Ende gelang es ihr, das Portal zu zerstören und die Itabezil zu besiegen. Sie und ihr Freund kehrten in ihre eigene Welt zurück, aber sie wusste, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie wieder gebraucht würde. Esra hatte gelernt, dass es immer eine Bedrohung gab, die darauf wartete, bekämpft zu werden. Aber sie hatte auch gelernt, dass sie die Stärke hatte, um zu kämpfen und zu gewinnen. Sie war bereit für alles, was das Universum ihr entgegenwerfen würde.